Hallo zusammen! Wir stehen noch auf dem Camping de Plat in Saint-Jacques-de-Plat in der südlichen Auvergne. Den Platz haben wir euch ja schon im vorigen Video vorgestellt. Jetzt waren wir auf dem Markt und haben uns den Ort angeschaut. Und jetzt wollen wir da hinten den kleinen Pass hoch. Mal sehen, ob wir da eine schöne Aussicht haben. Gleich hinter dem Ort führt eine kleine Straße hinauf zum Col de Perthus. Und da genau hier in ein paar Tagen die Tour de France vorbeikommt, wollen wir uns die Strecke natürlich anschauen. Zuerst müssen wir vom Campingplatz wieder hinauf in den Ort. Das ist für uns schon die erste Rampe. Schon Tage vorher wird angekündigt, dass die Straße zur Tour gesperrt sein wird. 5,7 Kilometer geht's hoch. Dann kommt für uns die zweite Rampe. Gleich bei den letzten Häusern kommt das steilste Stück. Die Tour de France-Fahrer haben es da einfacher. Die kommen hier runter. Alles wird noch einmal hübsch gemacht für den großen Moment am Mittwoch. Da fahren viele zum Gucken. Geht ganz schön hoch. Oben am Pass haben sich einige Wohnmobile schon die besten Plätze für Mittwoch gesichert. So, den Pass haben wir jetzt geschafft. War 5,7 Kilometer. Und 300 Höhenmeter. Ja, unten war ganz schön heftig. Das ist der Col de Perthus. Hier kommt die Tour am Mittwoch vorbei, in der Gegenrichtung. Also andersrum, als wir heute gefahren sind. Und wir wollen noch schauen, ob wir ein hübsches Plätzchen finden für Mittwoch. Und im Gegensatz zu den Rennfahrern haben wir Zeit, die schöne Aussicht von hier oben zu genießen. Und das ist doch gelber Enzian. Gelber Enzian, wie vermutet. Richtig alpine Pflanze. Wir fahren noch ein kleines Stück den Pass auf der anderen Seite hinunter, bis wir in einer Kehre eine herrliche Sicht auf den Puy-Marie haben. Da hinten der hohe Berg ist der Puy-Marie, einer der höchsten Berge hier in der Region. Und unterhalb kann man die Straße erkennen, die von rechts nach links hochsteigt. Und hier das Tal runter geht's nach Aurillac. Cantal. Auvergne. Jetzt müssen wir dieses Stück auch wieder hoch zum Pass. Aber es hat sich gelohnt.
Einer der typischen Vulkankegel im Cantal. Und dann kommt auch für uns die Abfahrt. Die nehmen wir allerdings nicht ganz so schnell wie die Fahrer der Tour de France. Wir sind ja Genussradler. Die enge Kurve am Ortseingang wird für die Rennradfahrer eine Herausforderung sein. Wir meistern sie mit Bravour. Dann noch durchs Dorf. Und schon sind wir wieder bei unserem Teambus. Heute Morgen mussten wir umziehen. Der Campingplatz ist während der Tour de France ausgebucht und wir stehen jetzt hier auf dem offiziellen Parkplatz der Tour de France Zuschauer, auf dem Fußballplatz. Beim Bäcker habe ich heute Morgen nach einer Spezialität aus der Region gefragt und mir wurde Kartoffelkuchen empfohlen. Da habe ich ein Stück mitgenommen. Jetzt bin ich gespannt, ob der süß oder salzig schmeckt. Den gibt es auf jeden Fall zum Kaffee. Sieht aus wie Käsekuchen. Ja, der Kartoffelkuchen ist süß, aber richtig süß. Also doch zum Kaffee. Heute kommt die Tour durch Saint-Jacques. Da stehen wir ja noch. Und wie ihr seht, wir sind gerüstet für die Tour de France. Wir sind jetzt eine Stunde, bevor die Werbekarawane kommt. Und die Straßen sind schon richtig voll. Ja, die guten Plätze sind weg. Zuerst kommt ein Fahrzeug, das allerlei Souvenirs zur Tour de France verkauft. Dann kommt die eigentliche Werbekarawane. Wir sehen die Karawane jetzt zwar schon zum dritten Mal, aber man entdeckt immer wieder Neues. Wie hier diese überdimensionale Kaffeemaschine.
Von den Wagen wird allerlei Krimskrams ins Publikum geworfen. Und unser Bestand an Mützen und Süßkram hat sich weiter erhöht. Wenn der Abschleppwagen kommt, dann ist die Werbekarawane vorbei. Dann heißt es wieder warten, bis die Radfahrer kommen. Als Erste kommen Vinegard und Pogacar. Die Pässe vorher haben das Feld weit aufgeteilt und wir sehen die Fahrer in kleinen Gruppen vorbeiziehen. Es ist bestimmt schon eine halbe Stunde her, dass die Ersten hier vorbeigekommen sind. Aber es kommen immer noch welche. Dann ist das Ganze vorbei und die Zuschauer pilgern zurück zu ihren Autos. So, das war jetzt unsere dritte und letzte Etappe von der diesjährigen Tour de France. War noch mal ganz nett. Da, wo wir gestanden sind, hat man recht viel gesehen. Und dadurch, dass vorher steile Berge waren, kamen die Fahrer nicht so in einem Pulk, sondern ziemlich einzeln. Wir wollen der Tour nicht weiter in den heißen Süden folgen, sondern wir schauen uns lieber noch mehr hier in der Auvergne um. Aber für dieses Video soll es erstmal genug sein.
Wir sehen uns dann wieder in unserem nächsten Video, und zwar in Myra. Bis dahin, à bientôt, Renate und Bruno.